Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin. Hallo liebe Löwenfans, willkommen zur Folge 88 beim Löwenfunk, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, freue ich mich sehr, hat eine außergewöhnliche Geschichte und wir sind sehr gespannt, was er uns zu erzählen hat. Unsere 45, Halil Yaganyaz, hi. Hallo. Erste Frage, wie geht's dir? Geht mir gut, danke. Muss ich sagen, geht mir gut. Bisschen unangenehmes Gefühl, so lang verletzt zu werden, aber ich muss weiter kämpfen. Einfach so sage ich, ich bin gut und ich arbeite weiter. Sehr gut. Wir haben jede Menge zu besprechen, deswegen starten wir sofort mit der ersten Kategorie. Löwen aktuell. Halil, wir müssen zunächst mal ausführlich über die sportliche Lage der Rhein-Neckar-Löwen sprechen. Du warst gestern im SNP-Dome, unserer Heidelberger Löwenhöhle. Wie hast du den Abend gestern erlebt? Muss ich sagen, erst Stimmung war sehr, sehr geil in SNP-Dome und ich finde, jedes Mal, wir spielen da, ist wirklich, wirklich toll. Die Fans sind einfach überragend und wissen, wenn die Halle muss eskalieren. Das hat uns auch gestern wirklich, wirklich viel geholfen für unseren Sieg und über das Spiel kann ich sagen nur, dass wir haben wirklich, wirklich sehr gut gekämpft bis erste bis 60. Minute und deswegen haben wir gewonnen. Wir hatten gestern auch viel Pech, muss ich sagen. Also ja. Zweimal leeres Tor und zweimal Post, keine Ahnung. Also wirklich, wirklich viel Pech, aber endlich dieser Sieg, das ist sehr wichtig für die Mannschaft und ich bin sehr, sehr stolz auch. Also das muss man wirklich sagen, es war gestern ein unfassbar wichtiger Sieg. Ich glaube auch einfach für die Moral, fürs Selbstbewusstsein. Du kannst momentan zwar nicht mitspielen, bist aber ja trotzdem immer mit nah an der Bank. Was glaubst du, woran liegt es momentan, dass die Löwen in der Krise stecken? Ja, kann ich nicht sicher sagen. Ich habe diese Frage in meinem Kopf auch. Ich bin ein Spieler und ich weiß die Mentalität von meiner Mannschaft, meine Mentalität auch. Und ich weiß, wir geben alles, was wir können, jedes Spiel zu gewinnen und in der Bundesliga jeden Punkt zu holen. Jeder Punkt ist wichtig. Aber das ist manchmal so, wenn du verlierst ein, zwei in Folge, drei in Folge, dann du hast nicht mehr, wie heißt das, Vertrauen. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen und das ist das größte Problem. Wir sind Profis, trotzdem müssen wir durchkämpfen und wir haben die Qualität, das zu machen und das ist die wichtigste Sache und das haben wir gestern gemacht. Und jetzt, was wichtig ist, nach diesem Sieg, glaube ich, wir haben nochmal dieses Selbstvertrauen gefunden und machen wir weiter so. Also meiner Meinung nach liegt es auch nicht an der Einstellung. Ich habe nicht das Gefühl, dass ihr nicht kämpft. Das ist mir auch wichtig, das mal zu sagen. So, weil wir sehen ja alle, dass ihr euch den Hintern aufreißt, wie wir in Deutschland so schön sagen. Aber man merkt auch irgendwann so 40., 45. Minute, da ist einfach... sind alle irgendwie müde, weil wir haben so viele Verletzte, wir können relativ wenig wechseln momentan. Ist das mit einer der Gründe, warum die Mannschaft immer so 40., 45. so einen kleinen Bruch bekommt? Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen. Natürlich, wir haben viele verletzte Spieler und wenn wir alle gesund sind, das ist eine ganz andere Mannschaft, aber trotzdem, ich glaube, wir haben 16 Spieler auf der Bank oder so in der Mannschaft, jedes Spiel und wir haben genug Qualität, alle 60 Minuten auf einem höheren Niveau zu stehen. Und wenn wir machen diese 5 Minuten, das ist, wie heißt das, so unsere schwarze 5 Minuten, ist jedes Spiel, glaube ich, Nummer eins Grund für unsere Niederlage. Und ich finde, das ist mehr, dass wir möchten zu viel in zu kurzer Zeit machen. Wir denken, wenn wir sind zwei Tore bis egales Spiel,
Wir möchten einfach in 2 Minuten 5 Tore machen. Mhm. Und deswegen, wir machen noch 2, 3 Fehler. Und das müssen wir besser machen. Und das, glaube ich, alles geht besser. Klar ist, in der Liga brauchen wir jetzt auch dringend Punkte. Am Samstag geht's nach Balingen. Du kennst den Gegner. Das wird wahrscheinlich ein sehr kämpferisches Spiel. Ja, die Halle ist ausverkauft. Ist immer ausverkaufte Halle. Und kleine Halle mit sehr akustisch, kann man sagen. Ja, ja. Sehr laut und Stimmung ist immer da, aber das wissen wir schon und wir sind bereit. Balingen ist auch sehr heimstark Mannschaft und da spielt auch auch Kroaten, das ich kenne, also das sind sehr wichtig für Balingen, Rukau Mitte, Wistorop und Kreisläufer Grachowatz und die sind, glaube ich, also sehr, sehr wichtige Spieler für Balingen und die sind also sehr bereit mit Leben zu kämpfen, weil ich glaube, trotzdem, wenn wir verlieren 3, 4 in Folge in Bundesliga, wir sind trotzdem eine große Name und wenn du kommst in Balingen zu spielen, jede Mannschaft möchte einfach Leben zu schlagen, das ist klar. Es ist ja auch nicht so weit weg, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Derby ist, aber natürlich gewinnt man in Balingen gegen die Löwen nochmal ganz besonders gerne. Das heißt, die haben jetzt zuletzt 2-mal gewonnen, richtig Selbstbewusstsein gesammelt. Wie wichtig ist der Kopf beim Handball insgesamt aus deiner Sicht? Sehr wichtig. Also du kannst stark sein, schnell und kräftig, aber ohne Kopf geht das nicht. Also du musst einfach Stabilität in deinem Kopf haben und alle diese Druck zu durchgehen. Kopf entscheidet. Ein Trainer, unser kroatischer Trainer hat gesagt, du kannst klein sein, du kannst sehr groß sein, schnell, keine Ahnung, du kannst hoch springen oder nicht, aber wenn du hast Kopf, du kannst spielen oder nicht spielen, das ist klar. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Es geht ja insgesamt in diesem Verein gerade darum, in schwierigen Zeiten besonders eng zusammenzurücken. Alle zusammen. Die Fans beherzigen das super geil, wie ich finde, strömen in Massen in die Arena. Du hast bei deinem ersten Spiel in der SAP-Arena damals gestaunt über die Stimmung in der Arena und da waren nur 5.000 Leute da. Jetzt waren es am Sonntag gegen Flensburg, obwohl es so schlecht läuft, 13.200. Wie hast du das für dich erlebt? Das ist etwas ganz anderes, wenn ich stehe auf die, also nicht auf die Tribüne, aber auf der Bank oder wenn ich spiele. Ich bin sehr, wenn ich spiele, ich bringe, glaube ich, viele Emotionen drin. Das habe ich immer gemacht und das ist einfach mein Weg. Wenn ich spiele ohne Emotionen, ich weiß, etwas nicht in Ordnung ist. Deswegen für mich die Fans und Stimmung in die Halle ist sehr wichtig. Wenn ich spiele und ich habe dieses Gefühl, dass hier in diese Halle, das ist egal, ist das Heimspiel, natürlich, ich liebe mehr unsere Fans, das sind laut, klar. Aber wenn Auswärtsspiel da und da ist ausverkaufte Halle, das liebe ich gerne mehr als Halle, das kann, keine Ahnung, 2.000-3.000 Leute da und das ist leer. Und das habe ich vielmal in Kroatien gelebt, weil da wir haben sehr gute Fans, muss ich sagen, wir sind ein bisschen verrückt, aber wenn Nationalmannschaft spielt und wenn wir spielen mit Vereinen, das ist unser Problem in unserem Land, du hast 200-300 Leute nicht mehr auf diese Spiele, unsere wie heißt das? Also, Nationalmannschaft? Nee, Nationalmannschaft. Also unsere Vereine. Ach so, ja, in der nationalen Liga. Und hier ist etwas ganz Besonderes. Jedes Spiel ist viele Leute, Stimmung ist krass und deswegen, ich muss sagen, Bundesliga war immer meine Träumen und jetzt, wenn ich hier bin, nach meinem ersten Spiel, das war noch eine Träume, das ist gefüllt jetzt und deswegen war ich so froh. Ein ausverkauftes Spiel hast du noch nicht erlebt bei uns, ne? Auf der Platte.
Glaube ich gegen Spiel, gegen Kiel. Ah ja, okay, dann doch. Ja, doch. Wie hoch rechnest du unseren Fans auch an, dass sie trotzdem kommen, obwohl es nicht so gut läuft? Das ist noch, keine Ahnung, ich kann nur sagen danke. Was kannst du sagen, wenn du, keine Ahnung, 5 Spiele in Folge verlierst und das, trotzdem du hast ausverkaufte Halle. Und deshalb per Arena ausverkauft zu sein, ist nicht einfach. Das ist eine von größten Halle in der Liga, die größte Halle, ja. Größte Halle. Ja. Und dann, das ist nur für Respekt, glaube ich. Also ich kann dazu nur dasselbe sagen. Also mir imponiert das brutal, dass unsere Fans immer wieder parat stehen, immer wieder da sind, die Mannschaft immer wieder unterstützen, dass nach dem Flensburg-Spiel dann es auch trotzdem Applaus für die Mannschaft gibt. Ich meine, jeder sieht ja, dass wir da waren, also dass die, wir sagen in Deutschland, die Trauben hingen sowieso schon sehr hoch. Also, dass wir wahrscheinlich gegen Flensburg keine große Chance haben, aber es geht darum, dass die Fans, glaube ich, sehen wollen, dass die Mannschaft kämpft. Und ich finde das einen ganz tollen Effekt gerade und freue mich auch jetzt schon wieder aufs nächste Heimspiel gegen Hamburg und hoffe, dass wir in der nächsten Zeit noch ein paar mehr Punkte alle gemeinsam sammeln werden. Wir tauschen einmal die Kategorie und kommen jetzt zu den Fragen von Mitspielern und Fans. Löwen fragen Löwen. So, Löwen fragen Löwen. Erste Frage, weiß ich gar nicht, von wem sie ist. Okay. Ich habe hier eine Datei auf meinem Handy und die spiele ich jetzt mal ab. Mal gucken, ob wir erkennen, wer es ist. Hallo Halil, was vermisst du aus Kroatien? Das ist Dragan Jerković. Ah. Ja. Was vermisse ich aus Kroatien? Strand, ja, glaube ich, Meer einfach, weil meine Stadt ist auf Meer. Kroatien, Stadt Rijeka, wir sind also 250.000 Bewohner, nicht so groß, nicht so klein, aber ja, das finde ich geil, wenn du kannst einfach stehen, morgens 6, 7 Uhr früh und gehen zu spazieren, eine Stunde, das ist eine, wie heißt das, eine Duft. Ja, ja. Du kannst. Ich kann das hier nicht einfach und das. Nee, wir haben ja erstmal kein Meer tatsächlich. Ich war auch mal in Kroatien. Tatsächlich. In der Nähe von Sara, Srce Beach. Srce Beach. Ja, sowas. Das ist eine Insel. Ja, ja, genau. Das war. Du hast viel Party gemacht. Ja, vielleicht. Srce ist bekannt für Elektromusik. Ja, genau, genau. Partys, aber ja. Wir haben, das ist eine von vielen, vielen anderen Plätzen. Lustige Geschichte, die da passiert ist. Wir waren da auf Mannschaftsfahrt von meiner Fußballmannschaft. Mhm. So, und dann hat vorher unser Kapitän gesagt, naja, wir fliegen nach Kroatien, weil da ist der Alkohol so schön billig. So, kostet nicht so viel. Und dann gehen wir da so an so eine Strandbar, es war jetzt auch nicht so viel los und dann, ja, gucke ich auf die Karte und dann stand da Long Island Iced Tea, 8 Euro. Und dann sage ich zu ihm, ey, du hast doch gesagt, das ist ja alles voll günstig. Dann sagt er, ja, hab ich auch gedacht, ist günstig und so. Ja, egal, wir sind jetzt irgendwie 10 Leute, wir nehmen 10 Long Island Iced Tea. Und dann sagt er, sure, 10. Ich so, ja, 10. Da waren das 2 Liter Eimer. So Pitcher, das waren so 2 Liter Pitcher von Long Island. Das heißt, wir hatten auf einmal 20 Liter Long Island Iced Tea für 10 Leute. Wenn wir das getrunken hätten, wir wären tot gewesen. Hoffe ich, wenn... Innerhalb von einer Stunde haben wir dann versucht, das irgendwie, aber super geil. Also, was ich in Kroatien schön finde, ist, es ist so viel Wind noch so trotzdem, es ist nicht so heiß, es fühlt sich nicht so mega heiß an im Sommer. Ja, das kann, manchmal ist Wind, du warst schon dann, wenn Wind war, aber wir haben auch die Tage, die sind sehr, sehr heiß. Aber das ist etwas gleich wie hier, also in Kronau, wenn wir haben Laufen und Vorbereitung, ja. Das ist egal, wirklich. Nun, unser also, Vorteil ist nur, dass wir haben, also mehr, wir haben hier See natürlich, ja. Aber mehr ist etwas, ja, glaube ich, besser. Also, das vielleicht bin ich ein bisschen, weißt du, also subjektiv, aber glaube ich, muss ich sagen, du kannst nicht See und Meer vergleichen. Nein, kann man nicht. Das, ja. Kann man nicht.
Aber es ist trotzdem ganz schön hier, finde ich. Nils fragt, welche Position hast du in der Jugend gespielt? Ja, in Jugend, also wir starten in Kroatien, ich weiß nicht, ist das gleich hier in Deutschland, mit Mini-Handball. Mhm, also genau. Vier gegen da, das ist das Gleiche. Da spielst du alles, aber ich habe am Anfang ein Außen gespielt, weil ich war nicht, ich war 7, 8 Jahre alt, ich war nicht so groß und nicht so stark. Dann, ich war schnell und ich habe am links außen angefangen und danach 3, 4 Jahren, ich habe gewechselt zu Rückraum links. Also gut, war eine gute Entscheidung, wie ich finde. Huck Bernd hat eine Frage gestellt, die ganz viele gestellt haben. Wann wirst du wieder spielen? Diese Frage habe ich gehört jetzt in die letzte Jahr, glaube ich, 2000 Mal. Ja. Und jetzt, was kann ich sagen? Die Ärzte hat gesagt, ich muss, also medizinisch alles sagt, dass ich soll für nächste Vorbereitung, also nächste Saison Vorbereitung fit sein. Aber ich erwarte gar nichts mehr, weil ich war durch so viele Sachen letztes Jahr, 3 OPs und so viele Pech, und jetzt habe ich gesagt, ich mache langsam, Schritt für Schritt, Tag für Tag, höre ich, was sagt der Doktor, unsere Ärzte und meine Physios und alle Experten, die sind da. Das macht alles, was möglich ist, dass mein Schulter wieder fit ist. Ich auch. Und das ist die wichtigste Sache. Wir machen alles, was möglich ist, und warten, bis ich bin fit wieder. Aber fühlst du dich wohl? Also, wenn du erzählst das jetzt so, dass die Ärzte, die Physios, ihr habt da ja einen ganz engen Draht auch. Fühlst du dich wohl hier in Kronau und gut behandelt? Ja, sehr, sehr wohl und sehr, sehr gut behandelt. Alle Leute, die sind hier, sind sehr große Profis. Ich finde, das ist sehr wichtig. Einfach nicht nur unsere also Physios und Ärzte, aber ganze Geschäftsstelle, ganze Verein, ganze wie eine Organisation. Wenn ich habe hier gekommen, ist etwas Besonderes für mich. Ich hatte in Mazedonien gespielt, in Frankreich, in Kroatien früher. Ich habe relativ jung hier gekommen, aber ich habe schon viel gesehen und ich weiß, wie andere Vereine funktionieren, und das, was wir haben hier und was ist Rhein-Neckar Löwen als ein Verein, ist überragend, muss ich sagen. Und deswegen bin ich froh, dass ich bin ein Teil von diesem Verein. Wir freuen uns auch sehr, dass du ein Teil dieses Vereins bist, und hoffen, dass du das auch noch sehr lange bist. Ja, Ganyats auf die Eins, das ist tatsächlich der Name einer Person, die eine Frage stellt. Was gefällt dir bei den Löwen am besten? Ich glaube, ich habe jetzt letzte Frage das schon erklärt, aber ja, einfach alles, was für ein Spieler möchte zu haben. Also wir haben eine sehr schöne Trainingsgelände, so unsere Campus, so gut kann sagen. Ich habe alles, was ein Profisportler haben wollte. Ich habe meine Schlüssel und ich kann hier kommen, wenn Training ist oder nicht. Wenn ich bin frei, ich kann hier kommen. Wir haben Kühlungsgeräte, Sauna, Cryo. Unsere Physios sind immer da für uns, wenn wir brauchen etwas, Massage oder Behandlung. Sache zu sagen, jetzt nach unserem Podcast, trotzdem, es ist ein Feiertag, weil wir haben gewonnen gestern, aber unser Physio Tilo, er kommt trotzdem nur für mich, mich zu behandeln, und das, was kannst du wünschen mehr? Unsere Fans, unsere Halle, SAP Arena, Heimspielerstimmung, alles ist. Aber gibt es hier irgendwas, was dir auch außerhalb der Rhein-Neckar-Löwen hier in der Region, in der du jetzt hier lebst, was du gerne magst? Gibt es irgendwie ein Lieblingsrestaurant oder du gehst auch gerne zum Beispiel zum Fußball, habe ich gesehen mal, ne? Ja, also gibt es viele Sachen, was passiert hier einfach in dieser Region. Baden-Württemberg ist eine sehr schöne Region. Du hast viele Sehenswürdigkeiten auch. Ich habe auch viele besucht jetzt, wenn besseres Wetter
Außerdem ist, gehst du spazieren, du hast viele Städte, Stadt Heidelberg ist sehr schön, Mannheim, Karlsruhe, die sind sehr große Stadt. Karlsruhe ist sehr schöne Stadt. Sehr schöne Stadt. Da wohne ich nämlich. Okay. Ich lebe in Forst, das ist in Bruchsal, und die kurzste Weg für mich ist zu Karlsruhe zu gehen. Ja. Aber jede Stadt ist speziell einfach. Und muss ich sagen, eine sehr tolle Sache ist, meine Schwester lebt in Heilbronn. Ja. Sie lebt hier schon 10 Jahre mit Kindern. Ja. Und das war kein Plan für mich, wenn ich für Leben unterschreiben. Das mega. Sind so in der Nähe, weil das war sehr geil, weil ich hatte seit ich war 16, 17 Jahre alt ein Profi, und ich habe gefallen, ich habe gespielt in Frankreich, in Mazedonien, habe ich schon gesagt, und sie war immer in Deutschland und nur in Italien. Und wir haben nicht so oft gesehen. Und jetzt, ich hab Chance, fast jedes Wochenende da zu fahren. Cool. Oder sie kann hier kommen. Sie hat 3 Kinder. Ich bin Onkel 3-mal. Ich habe noch zwei Brüder. Jeder Bruder hat noch 2 Kinder. Also ich bin Onkel, wie viel das? 7-mal, und ich bin 25 Jahre alt. Ja. Also das ist eine sehr, sehr tolle Sache auch. Wir können zusammen einfach, keine Ahnung, grillen und... Stark, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, ja. Das ist ja geil. Was macht die in Deutschland? Meine Schwester ist Krankenschwester. Okay. Also mein Onkel auch lebt in Heilbronn, und er hat eine... wie heißt das? Also er ist ein Arzt, und er hat eine Klinik. Okay. Privatklinik, und sie arbeitet da. Das ist ja. Schwester. Und sein Mann, er arbeitet in etwas mit Metalle in einem Fabrikum. Okay. Ja. Sau cool. Aber ich habe ja auch gesehen, du guckst dir so unheimlich gerne Schlösser an. Kann das sein? Was das war? Castle? Also immer wenn ich bei Instagram sehe ich bei dir immer Bilder, dann bist du in Bruchsal am Schloss, Karlsruhe Schloss, Mannheim Schloss, immer Schloss. Ich glaube, also nichts immer Schloss, aber das finde ich, ist in Deutschland, sie haben einfach, die Schlösser sind einfach schön. Ja. Bruchsal Schloss ist überragend schön. Ist auch echt schön, Und wenn ich komme in die Stadt, ich gucke etwas, das ist einfach schön und speziell, und da mache ich Bilder. Du bist Tourist. Mache ich das gerne touristisch, nicht nur in Deutschland. Wenn ich gehe zum Beispiel in Urlaub, gibt es Leute, das möchte mehr gerne auf dem Strand legen, ganze Tag und trinken, keine Ahnung. Und ich bin, und meine Frau auch, wir sind zusammen schon 8 Jahren, und jedes Mal, wir sind in Urlaub, wir sagen, wir sind mehr müde als vor dem Urlaub, weil wir möchten jedes Stadtteil sehen, zu sehen und alles. Wir waren, keine Ahnung, letzte Sommer in Sevilla, in Malaga. Ja. Wir haben alles durchgegangen, also alles gesehen. Geil. In Sevilla war 45 Grad draußen, und wir haben trotzdem spazieren. Und man muss dann alles einmal gesehen haben. Marie, habe ich jetzt fast Marie vergessen. Marie fragt, was war der erste Sport, den du gemacht hast? Erster Sport? Mein Bruder hat Athletikum trainiert. Mhm. Er war also jünger. Und ich habe mit meinem Bruder viele wichtige Sachen für Sportler gelernt. Ich habe nicht trainiert, aber ich habe viel mitgemacht. Und er hat zu mir, wenn ich, keine Ahnung, 4, 5 Jahre alt war, wir haben startet mit einfach diese Spiele, das lernt ein Kind zu laufen richtig, zu halten richtig, wie Sport funktioniert, einfach zu habe diese, ich weiß nicht, wie du sagst das, aber wenn du wirst jedes Mal zu gewinnen, Sportmentalität. Und das finde ich auch sehr wichtig, weil deswegen hatte ich, also muss man sagen, dieses letzte Jahr nicht, aber durch meine Karriere bis letztes Jahr, das war auch ein Unfall,
das war Pech, aber früher hatte ich niemals Probleme mit Knies, mit meinen Gelenken, mit diese Sache, das sind wichtig für einen Profisportler und deswegen, das kann ich auch danken, dieser Anfang, athletischer Anfang, weil in Kroatien, wir sagen, Athletik ist ein Sportkönig, ich weiß nicht, ist das auch hier, aber du lernst die Gründe für alle anderen Sport in Athletik. So, das war mein Anfang. CO1508 fragt, was isst du am liebsten und hast du schon ein deutsches Lieblingsessen? am liebsten, ich esse italienisches Essen. Und das ist, sage ich, italienisches Essen, weil wenn du sagst Kroatien oder Bosnien oder Serbien, man denkt erst Ćevapčići oder Pljeskavica oder keine Ahnung, Ajvar. Ich weiß nicht, was ist noch bekannt für also deutsche Leute. Kroatisches Restaurant, bei mir in der Nähe gibt es eins und da gibt es Essen, Fleisch, mit Fleisch. Ohne Fleisch. Ohne Fleisch geht nicht. Ich habe gesagt, ich kann nicht ohne Fleisch funktionieren und das ist 99% Kroaten. Aber super lecker. Ich esse gerne kroatisches Essen. Ja, aber so die Stadt, wo ich lebe und ganze unsere, Südkroatien und die Städte, das sind auf dem Meer liegen, sind. Das ist einfach alle mediterranisches Essen da. Und meine Essen, wenn ich jung war, wenn ich klein war, war 80% mediterranisches Essen, italienisches. Ja. Also das ist gleich, weil wir sind, unsere Grenze mit Italien ist so in der Nähe von meiner Stadt. Und das ist einfach ein Influence. Ja. Und deswegen italienisches Essen für mich ist Nummer eins. Aber deutsche Essen habe ich auch probiert und finde ich auch schön. Bratwurste. Ich habe nicht, aber natürlich, wenn du gehst in ein Spiel, also ich habe Hoffenheim ein paar Mal geguckt schon und wenn du kommst, du kannst nicht ein Spiel gucken und eine Wurst nicht nehmen. Also, Bratwürste und keine Ahnung, Currywurst, Bratwurst. Ah, Currywurst. Sind gut. Flammkuchen habe ich auch probiert. Ja. Ich finde, muss ich sagen, Pizza ist von ihm besser, aber Flammkuchen ist. Aber Flammkuchen ist ja eher französisch. Etwas französisch, aber hier ist sehr bekannt. Ja, voll, voll. Durch die Nähe zum Elsass. Ja. So, das habe ich auch probiert und Spätzle. Ah, so. gibt es ein paar. So, ich habe fast alles probiert und finde ich auch sehr gut. Mein liebstes deutsches Essen ist Döner. Gibt es viel Döner hier? Ja, es ist eine deutsche Erfindung. Ich esse Döner auch. Liebe Döner. Ich liebe Döner. Vor allen Dingen hier in Kronau gibt es einen, der ist überragend. Marie fragt, wie laufen die Hochzeitsvorbereitungen? Sehr geile Frage. das habe ich nicht erwartet, wirklich. Aber, okay. Weil nicht viele Leute wissen, dass ich habe Vorbereitung. Ich bin verlobt. Nächste Glückwunsch. Danke. Und wir vorbereiten meine Hochzeit diesen Sommer in Kroatien, in Steini Reka. Geht gut. Wir haben in Kroatien musst du das ein Jahr früher organisieren, wenn du willst einen Termin haben. Und das haben wir alles geschafft. Und jetzt wir warten nur für diese Kleinigkeiten noch, dass du kannst nicht viel früher machen. Und, kommen da viele Leute? Also sind so bei kroatischen Hochzeiten so? Ja, in Tradition ist, dass wir haben viele Leute da, aber ich persönlich, wir werden haben, Nummer, aber für kroatische Standarde, das ist nicht viel. Also, für Deutschland schon Großveranstaltung? Ja, etwa 100 Leute. Ah, also das ist aber... Kroatien, das ist kleine. Ja, glaube ich. Ja. Dann nimmt man den kleinen Saal in Kroatien. Und 100 Leute, meine Familie, ich habe eine große Familie, ist
60 Leute ist mein, nur, also 50 Leute ist meine Familie. Ja, ja, okay. Aber es ist ja diesen Sommer jetzt? Diesen Sommer. Ja. Okay, diesen Sommer auch. Kaup Sandra fragt, wie spricht man deinen Namen richtig aus? Okay, sage ich richtig wie eine Kroate. Ja. Alilija Ganjac. Okay, das dann machen wir es ja. Dann machen wir's ja. Sie, das ist sehr gut. Sehr gut. Vielen Dank für eure Fragen, liebe Löwenfans. Wir machen weiter mit der dritten und letzten Kategorie. Löwen privat. Halli, hier sprechen wir ein bisschen mehr über dich und über dich persönlich. Du hast ja schon ein bisschen was erzählt. Du bist bei uns unfassbar gestartet, wirklich eingeschlagen wie eine Bombe, warst direkt Publikumsliebling. Dann dieser Scheißmoment in Erlangen, der wirklich Pech war. Was ist da genau passiert in Erlangen? Ja, ich kann nichts, das jetzt... Ich habe das nicht gesehen, so, ich habe gesehen doch in Video danach. Aber ich habe das nur einmal geguckt und ich habe gesagt, ja, ich habe das jetzt geguckt und niemals in meinem Leben, weil ich will nicht, dass diese Bilder in meinem Kopf haben. Ich habe einfach, ich und Patrick Grötzky, so Johnny, Patrick Grötzky, wir haben eine ganz einfache Kreuzung versucht zu machen und wir haben das falsch gemacht. Das war schnelle Mitte, glaube ich, oder ein Gegenstoß. Und Kreuzung war falsch. Ball hat weggegangen, gefallen und ich habe gesehen, Ball liegt auf dem Boden. Und ich habe ganz einfach wie 500 Mal früher, ich habe gesprungen, meine Arme auf diesen Ball platziert und Christoph Steinert hat auch für diesen Ball gesprungen und das war einfach Unfall. Ich sage, er hat gesagt 3-4 Mal, sorry, ich möchte das nicht machen, ich verstehe das ist einfach Sport und das ist Handball, das war Unfall und Pech. Er hat mit ganzem Körpergewicht auf meine Schulter gelandet und mit so großer wie heißt das, Belastung oder Druck auf dem Schulter. Meine Schulter hat rausgegangen und alle Sehnen in meiner Schulter sind auch aus kaputt und von das. Und es war einfach schlechte Ecke, viele verschiedene Sachen. Faktoren, in einem Moment. Ja gut, Christoph Steiner hat ja nun mal auch absolut nicht bekannt als Rüpel in der Liga, muss man ehrlich sagen. Also absolut fairer Sportsmann. Manchmal passieren so Sachen dann einfach. Du hattest dann auch, wie du schon gesagt hast, auch ein bisschen Pech bei OP und solchen Sachen. Deswegen insgesamt kommen wir fast auf, wie lange? Anderthalb Jahre? Ja, also ich habe doch gespielt diese Saison auch, aber das war nicht was ich wollte. Du konntest nur Abwehr spielen. Ich habe Abwehr gespielt und gewartet, wenn diese Schmerzen will weggehen und ich habe gewartet und das war einfach zu lang schon und dann habe ich nochmal zu Ärzte gegangen, nochmal MRT-Bilder gemacht, ich habe auf beste Gerät gegangen, welchen du kannst sehen, alle Kleinigkeiten, was möglich noch ist zu reparieren und das haben Dr. Lichtenberg aus Artus Klinik in Heidelberg gesehen und er hat gesagt, er hat wirklich große Hoffnung jetzt und Vertrauen, ich muss haben Vertrauen und drücken die Daumen, dass alles jetzt endlich in Ordnung ist. Wir haben noch eine Sehne, also Bizepssehne repariert und noch einen medizinischen Termin, also ich glaube Remplissage oder etwas so drin gemacht. Ja. Und jetzt muss ich wieder arbeiten und endlich gesund zu sein. Aber ja, letztes Jahr war einfach schwierig für mich, weil das ganze Jahr war Reha-Zeit. Und dann habe ich Reha gemacht, 7-8 Monate schwierige Reha. Und endlich erwartet, Spielen zu starten, für diese Superpokalspiel gegen Kiel. Das war mein Ziel und das habe ich gespielt, aber nach erster Wurf, ein erster richtiger Wurf, das habe ich gemacht. Ich hatte Gefühl, meine Schulter wie ein Messer ins Training. Und dann hatte ich
habe ich erklärt, das kann nicht so weitergehen. Ja, ich kann einfach nicht mit diesen Schmerzen funktionieren und spielen. Und von ja, du bist ja auch noch jung. Ja, also. Ja. Und von diesem Moment haben wir versuchen, was können wir noch machen für meine Schulter. Und, ja. Dein Leihvertrag endet nach der Saison 24-25. Das sind jetzt noch knapp 17 Monate. Kannst du uns verraten, wie es danach weitergehen soll? Also ich persönlich würde es ja sehr begrüßen. Du würdest noch sehr lange unser Trikot tragen. Ich hoffe das auch. Ich habe es schon gesagt ein paar Mal, dass ich finde dieses Verein und Bundesliga beste Option für mich als Spieler. Und ich liebe die Verein. Ich möchte hier bleiben. Leben, alles, was für mich wichtig ist, habe ich hier und ich bin sehr, sehr zufrieden und ich möchte hier einfach weiterbleiben. Eine Sache noch, das kann Problem machen, ist, dass ich habe nach dieser 25. Noch ein Jahr Vertrag mit Kielce. Und ich hoffe, wir schaffen das, die zwei Vereine kann miteinander eine Lösung finden, dass ich bleibe hier. Ich will sagen, das ist mein Wunsch natürlich, aber ich kann nicht alles machen. Klar. Ich kann nur sagen, ich möchte hier bleiben. Hast du denn überhaupt Kontakt zu Kielce jetzt in dieser Zeit mit Talat Duşebaev oder ähnliches? Ich muss sagen, nein. Also nicht viele Kontakte. Ich hatte nur, wenn ich unterschreiben habe, also ich habe unterschreiben Vertrag mit Kielce früher als mit Leven und dann Leven hat mir gekauft, ausverkauft vor drei folgende Jahre. Deswegen habe ich hier direkt gekommen aus Nexen. Okay. Ich war niemals in Kielce. Du warst noch nie in dieser Stadt? Nie da. Na, die ist auch fast genauso schön wie hier. Also, das kann ich nur sagen. Ich hatte weniger Kontakt mit Verein. Auf halb rechts bekommen wir nächstes Jahr noch einen sehr feinen Kollegen von dir aus der Nationalmannschaft, Ivan Martinovic. Was kannst du uns über ihn erzählen? Du sagst, er ist eigentlich gar kein richtiger Kroat. Ja, ich habe gesagt, er ist beste Mischung zwischen so kroatischer Mentalität und deutscher und österreichischer Mentalität. Und ich finde, es ist eine von den besten Menschen, dass ich habe in mein Leben erkennt. Und wir sind gleichjährige, so wir sind beides 25 Jahre alt. Ja. Und wir haben schon in jungkroatischer Mannschaft zusammengespielt. Also wir spielen zusammen schon, seit wir 16 Jahre alt waren. So wir waren viele oft auch in gleiche Zimmer. Zimmer, wie heißt das? Zimmernachbarn. Zimmernachbarn. und wir haben so viele Sachen durch diese Zeit geredet über und er ist überragender Mensch und überragender Spieler. Das kann ich sagen und ich freue mich, dass er hier kommt. Das heißt, du hast ihm auch, habt ihr gesprochen? Hat er dich gefragt? Über den Verein? Natürlich. Er hat gefragt, wie das funktioniert hier. Bin ich zufrieden? Wie ist die Leben, diese Region, die Verein einfach, Organisation, was für einen Spieler wichtig ist, das habe ich schon früher gesprochen. Uba und ich habe natürlich ein paar Tipps gegeben, was kann er hier erwarten. Auf deiner Position kommt noch Sebastian Heimann dazu. Der hat ähnliche Ausmaße wie du, körperlich auch sehr, sehr stark. Also ich finde, das sieht für nächstes Jahr alles sehr, sehr gut aus. Ja, also wenn ich gesund bin, das sagen wir, wir sind gleicher Profil von Spieler, aber nicht ganz genau gleich. Und ich glaube, wenn wir beides spielen auf gleicher Position, wir können sehr hohe Qualität auf Luka und Linz bringen und freue mich einfach zu spielen. Ich habe gegen Sebastian auch ein paar Mal gespielt in Jugendmannschaft. Also wir sind auch beides gleichjährige, 25 Jahre alt und
Wir haben beides seine Qualitäten und ich glaube, die Kombination würde geil sein. Ja, ja. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Du hast damals in Rijeka, habe ich das richtig ausgesprochen? Sehr gut. Mit 10 oder 11 Jahren angefangen, Handball zu spielen. Noch früher. Also, noch früher. Ich war 7, 8 Jahre alt, wenn ich habe mit Handball angefangen. Wie kamst du dann zum Handball? Durch unsere Handball-Nationalmannschaft. Okay. Da hat noch Ivano Balic gespielt, Blažen Kolacković, Petar Metličić, unsere beste Generation, hat gespielt und ich habe mit meinem Bruder, er ist auch ein riesiger Sportfan, nicht nur Handball, aber jeder Sport, wenn unsere Nationalmannschaft spielt, wir gucken das einfach, das ist eine unsere ganze Familie ist sehr, sehr sportlich orientiert und wir haben zusammen auf Handy geredet und Wasserpolo-Finale, Weltmeisterschaft-Finale geguckt. Kroatien hat gewonnen, muss ich sagen, gegen Italien. Wir sind Weltmeister in Wasserpolo. Ja. Das ist unsere, für uns Wasserpolo ist sehr wichtiges Spiel. Ja. Es ist Wir gucken jetzt Wasserpolo, das so haben wir auch. Wenn ich 5, 6 Jahre alt war, wir haben Handball geguckt. Mhm. Ich habe gesagt, das ist sehr, sehr geiler Sport. Für mich war es da sehr, sehr toll, weil in Fußball du hast 2, 3 Tore, ganzes Spiel und Handball ist sehr dynamisch. Ja. Du hast jedes Spiel etwas passiert, jedes 10 Sekunden etwas ändert und deswegen habe ich glaube ich, für Handball entscheiden. Ja. Wenn ihr in Kroatien vorm Fernseher sitzt und die kroatische Nationalmannschaft im Fernsehen schaut, setzt ihr dann auch die Wasserpolo-Helme auf oder macht ihr das nur in der Halle? Nee, machen wir das nur in der Halle. Aber manche Leute, glaube ich, auch mit von dem Fernsehen. Das war schon immer cool, oder? War ja jetzt auch bei der Europameisterschaft wieder, die kroatischen Fans haben alle immer diese Helme auf. Ja, ich habe viel. Also ich habe auch eine. Ja. Sehr geil. Sehr, sehr schön. Also in Deutschland heißt es Wasserball, ist der deutsche Begriff dafür. Mhm. Ist in Deutschland nicht so groß wie in Kroatien, aber ist auch ein unfassbar harter Sport, oder? Da geht es unter der Wasseroberfläche schon gut ab. Ich glaube, Handball ist bekannt für einen Sport, das spielt Gladiatoren, glaube ich. Weil wir sind erlaubt, andere Menschen zu schlagen und das ist einfach, du bekommst keine Strafe, wenn das etwas erlaubt ist. Ja. Natürlich, Kopfkontakte und alle schlechte Sachen sind verboten, aber diese Körperkontakte, was wir haben, sind unglaublich stark und du hast diese Körperkontakt keine Ahnung wie viel Mal in einem Spiel und in einer Saison, wenn du das machst, so 1, 2, 3 Mal, ich weiß nicht, bis welche Nummer du kommst. Und das ist eine sehr große Belastung für den Körper. Deswegen haben wir so viele schwere Verletzungen. In Wasserpolo muss ich sagen, ist weniger Verletzungen, weil Wasser macht diesen Druck einfach auf Körper ein bisschen weniger, aber in Wasserpolo gibt es auch viele Verletzungen, Schulterverletzungen und Unterkörper auch, weil unter Wasser. Ja, sage ich, das habe ich mal gehört. Ja, also das unter Wasser, wenn du filmst, wenn du machst ein Video, es ist brutal. Und für Schiris ist sehr schwierig zu etwas zu pfeifen, weil es ist sehr schwierig zu sehen, was passiert unter Wasser. Und das ist ein sehr, sehr schwieriger Sport zu spielen. Ich habe 2, 3 Mal probiert im Meer Wasserball zu spielen und in Salzwasser. Das ist viel einfacher, weil man bleibt leichter oben. Leichter oben und du kannst einfach werfen und bleiben oben. Aber wenn du möchtest, ich habe einmal in Hallenbad. Probiert zu spielen. Ich bin Handballer und ich könnte das nicht machen. Also das war zu schwierig. Ja. Ich könnte, aber 2, 3 Minuten, ich war kaputt. Ja. Du musst, wenn du möchtest, einen Wurf zu machen,
machen. Du musst mit deinem ganzen Körper über dem Wasser gehen. Ja. Du musst jede von deinen Muskeln benutzen, das zu schaffen. Das ist wirklich, wirklich, ich habe großen Respekt. Ich würde wahrscheinlich nach 30 ja. Sekunden einfach ersaufen. Einfach, okay, ja. Alles klar. Du bist dann zu Paris Saint-Germain gewechselt, 2016? Ja. Ja, ungefähr. Wie ist das denn passiert? Wie lief das denn ab damals? Ich habe in einem relativ kleinen Verein in meiner Stadt, meiner Heimstadt in Kosala gespielt und ich hab gespielt für unsere Junioren, also Jugendmannschaft und Nationalmannschaft mit unserer Juniormannschaft geworden, zweimal gegen Zagreb gewonnen. Das ist eine große Sache für uns, weil wir sind klein und Zagreb ist bekannt als stärkster Verein in unserem Land. Und wir hatten sehr gute Generationen in Kosala. Und Kosala hat sehr gute Handballschule. Deswegen kann ich sagen, ich bin auch sehr dankbar. Weil ich bin Spieler, das heute sitzt hier auch viele hat das mit meiner Heimat. Und ein Spieler zum Beispiel, das ist genau meine Generation aus Kosala, ist auch Tin Lucin. Er ist auch mein Nationalmannschaftskollege und er spielt in Wisla Plock jetzt. Wir haben zusammen gespielt für Kosala und wir waren Nationalmannschaft mit der jungen Mannschaft. Und für Senioren habe ich auch gespielt. Mein erstes Senior-Spiel war, ich war 15 Jahre alt. Oh, okay. Muss man sagen, das ist nicht Niveau wie ich, Bundesliga oder zweite Bundesliga. Das ist kroatische zweite Liga. Aber trotzdem, ich habe angefangen, ich war 15 Jahre alt, wenn ich erstmal eine richtige Handball gespielt habe. Und das sind Leute, das sind 30 Jahre alt, also voll. Ausgewachsene Leute, ich war noch nicht. Ja, ja. Und das war eine sehr große Sache für mich. Und nach zwei Jahren, ich habe Nummer 1 Spieler in unsere Seniorenmannschaft bekommen. Ich war relativ jung. Ich habe in einem Spiel, ich weiß, gegen Samet, und das ist das war im Pokal. Und das ist die zweite Mannschaft von meiner Stadt, das spielt erste kroatische Liga. Mhm. Ich habe in einem Spiel 18 Tore gemacht. und in dieser Liga, das ist zweite Liga, von mehrere Spieler, also eine Nummer, wenn du summelst die Tore. Wenn du hast Top-Torschütze, Torschützenkönig. Torschützenkönig. Ich denke 12 oder über Tore für das Spiel. Aha, ja. Und dann glaube jemand von PSG, also Scouter, wie heißt das? Scout. Scout ist der richtige Scout, Begriff, ja. Habe ich mich einfach gesehen und damals hatte ich noch keine Berater, erst meine Familie, mein Vater, mein Bruder kontaktiert. Das habe ich auch einen Berater gekriegt und das war einfach eine Chance, zu größeren Verein zu gehen. In Kroatien ist schwierig, weil ich habe nur Zagreb und Nexe. Mhm. Und Našice Nexe war nicht so stark damals. Und deine einzige Option ist, zu Zagreb zu sehen, wenn du willst, in höchstes Niveau zu spielen. Ich habe gedacht viel über diese Entscheidung. Meine Familie auch, mein Bruder auch. Ich habe gesagt in einem Moment, okay, ich habe eine Möglichkeit in PSG zu gehen. Ich kann mich ich kann eine große Verletzung haben morgen. Und dann, ich habe in meinem Kopf, du hattest eine Chance mit 17 Jahren alt, 18, ich war 18, wenn ich war da gegangen, in einen Verein wie PSG zu gehen. Egal, wie du da spielen oder nicht, natürlich, du willst nicht spielen, da ist Nikola Karabatic auf deiner Position, aber du kannst viel lernen. Ja. Wenn du nur trainierst mit diesen Tieren, mit diesen Profis, wenn du bist 18 Jahre alt, du kriegst so viele Eindrücke. Eindrücke. Und deswegen habe ich da gegangen und ich war da nur eine Saison. Und diese Saison war
sehr wichtig für mich, weil ich habe gelernt, französisches System, wie Franzosen spielt Abwehr. In Frankreich Abwehr ist Nummer eins. Alles geht von Abwehr. Wenn du jung bist, du sprichst so viel weniger über Angriff und taktische Sache als über Abwehr. Abwehr und Abwehr ist nicht wie kroatisches System. In Kroatien wir haben diese viele 5-1 System, wo eine Spieler ist, steht auf dem Spitze und wir arbeiten zusammen. Also wenn ein Spieler geht 1 gegen 1, zweiter Spieler hilft, wenn der Kampf ist verloren. In Frankreich du hast deinen Platz. 1,5 Meter, 2 Meter links, 2 Meter rechts. Ja. Person kommt hier, kann nicht durchgehen. Ja, das ist Regeln. Wenn du verlierst, du hast verloren und du bist nicht gut genug. Ja. Einfach. Deswegen Franzosen sind überragend stark in der Nationalmannschaft. Ja. Natürlich, die Spieler, wie das Land ist so groß, ich habe zu viel mehr Talenten zu sammeln, aber am Ende Franzosen funktioniert ganz Besonderes von dieser Abwehr. Und dann habe ich viel von Abwehr gelernt, aber auch in Angriff. Und ich habe manchmal trainiert mit, das heißt in Frankreich, Centre de Formation. Naja, genau. Die haben ja ein Haus quasi. Das ist wie hier Jungler. Ja, genau. Und ich habe trainiert mit, in spielt oft mit Centre de Formation, zweite Mannschaft. Das hat in dritter französischer Liga gespielt und ich habe trainiert und manchmal gespielt, nicht gespielt, aber am Ende, so letzte 5 Minuten, gehabt in den ersten französischen Championat. Ja. Und von diesem einen Jahr habe ich so viel verbessert. Erstes Training, wenn ich habe gekommen, ich habe gedacht, was ist das? Ich bin nicht auf diesem Niveau. Mhm. Aber ich habe so schnell alles aufgesogen, was wichtig ist für einen Profispieler. Ich kann sagen, in Frankreich, in PSG, ich habe einen Profi. Ich bin Profi geworden. Ja. Und danach, ich habe direkt zu Mazedonien Metalu gegangen und in Champions League nächstes Jahr. Ja. Ich war Vereins beste Torschützer in Champions League. Du hast dann bei Nexe Naschice hast du gegen uns gespielt, gegen die Rhein-Neckar Löwen. Das war in der European League Saison 2021. Du warst da der unumstrittene Anführer dieser Mannschaft, vorne wie hinten der zentrale Spieler. Wie hast du diesen Schritt gemacht, hin dann auch zu dieser absoluten Führungsfigur in dieser kurzen Zeit? Vielleicht das ist wie eine kurze Zeit, aber ich glaube, das war nicht so kurze Zeit. Ich habe erst so in Metalurg gespielt. Ich muss sagen, da habe ich eineinhalb so Jahre überragende Saison gemacht. Ich habe Sechal League und Champions League gespielt. Ich war bester Torschützer in Sechal League. Ich war Mannschaftsbester Torschützer in der Champions League. Ich war in beste 3-4 Rookies für dieses Jahr in Champions League. Das hat auch zu mir viel geholfen. Und wenn ich habe gewechselt von Metalurg nur, weil Finanzen die sind dann schlecht und jetzt Verein gibt es nicht mehr. Genau, Metalurg ist nicht mehr und das ist sehr schade, weil Metalurg war damals in 2016, 2017 sehr stark, so vielleicht ein bisschen noch früher. Lino Cervar war da und die haben die Barcelona, Hamburg, so Vereine wie so beste Vereine der Welt haben in Mazedonien verloren. Ja. Metalurg. Das ist sehr schade, aber das ist manchmal so. Und dann deswegen habe ich zu Nexe gewechselt. Mhm. Und da habe ich gekommen schon wie die größte Transfer bis in Vereinsgeschichte. Geschichte. Ja. Und dann habe ich ab
ersten Tage von mir war Erwartung einfach, dass ich bin ein Führer. Ich spiele viel, ich mache Tore. Das habe ich verstanden und habe ich das gemacht. Ich muss dankbar sein auch zu Verein, weil ich hatte manchmal die Spiele und Perioden, wo ich war nicht so gut. Aber trotzdem, ich habe gespielt, ich habe verbessert. Und am Ende, mein letztes Jahr mit Nexe, ich war Torschützenkönig in Europa League. Wir haben Europa League Final Four gespielt. Und deswegen, ja. Ich habe hier gewechselt. Ja, letztlich hat dich Bertus Servas entdeckt und dich nach Kielce geholt. Haben wir ja gerade schon mal ganz kurz angerissen. Er wollte damals, ich hatte mich mal mit ihm unterhalten, mit Bertus, und er hatte mir dann in einem Interview gesagt, ich möchte jeden guten Spieler in Europa haben. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber das kann ja nicht funktionieren. Was ist denn, wenn das nicht funktioniert? Dann hat er gesagt, dann fast jeden. Also, wie ist das als Spieler, wenn man als Investitionsobjekt gesehen wird? Er hat dich ja nicht wirklich als Spieler gesehen. Er hat dich ja nach Kielce geholt und dich sofort zu uns ausgeliehen für 3 Jahre. Ist das nicht auch ein komisches Gefühl irgendwie, wenn man ein Teil eines solchen Deals ist? Ja, ich habe niemals das so von dieser Perspektive geguckt. Handball ist auch mein Leben, auch mein Job. Ich muss für diesen Job bezahlt sein. Und die beste Option in dieser Zeit, wenn ich habe in Nexe gespielt, Kielce hat zu mir erste Kontakte, nicht erste, aber Kontakte mit klaren Sachen. So, ich hatte schon in 2 Tagen einen Vertrag von mir und eine Option zu unterschreiben. Ich müsste nicht das machen, aber Vertrag war sehr gut. Einfach für Spieler, ein Spieler, das wollte auf ein höheres Niveau zu spielen, ist sehr gut. Du spielst Champions League. Die Verein ist groß, Fans sind auch überragend und alles, was du sportlich wirst als ein Spieler, ist auch da, glaube ich. Ich war Spieler von Nexe und das war 1 Jahr von meiner Vertragsveränderung mit Nexe. Und dann nach noch halbes Jahr hat eine Anruf gekommen von meinem Berater. Sascha Bratic, also Sascha der Bratic. Ist, also viele Fans kennen ihn, glaube ich. Er ist oft zu in SAP. Ich glaube, er ist gerne da. Aber er ist auch ein Mensch, das geht durch ganz Deutschland und kommt in jedes Verein, guckt jedes Spiel. Nicht alle Berater funktionieren so. Er ist wirklich, er arbeitet hart auch. Er hat mir angerufen und er hat gesagt, du hast eine Option, wir haben eine Option, dass du gehst in Rhein-Neckar-Löwen. Wenn du hast einen Wunsch, da zu gehen, lass mich alles, alle andere Sachen. Machen wir etwas. Also Kielce und Löwen will eine Lösung finden, dass du gehst in den Löwen. Wenn du das willst, wenn das ist dein Wunsch, was denkst du? Das war nur eine Option. Ja. Du hast 1-2 Tage, du kannst überdenken und sag mir Bescheid. Und ich habe gedacht, so meine erste Träume nach Kroatien, nach Champions League, nach PSG, nach Metalurg. Was möchte ich noch in meiner Karriere machen? Nummer 1 war in Bundesliga spielen. In Bundesliga, egal welcher Verein. Und ich habe eine Chance in Rhein-Neckar-Löwen, das ist Top 5 Verein in Deutschland seit Jahren, zu spielen. Ich habe geguckt, welche Spieler sind auf meiner Position in Löwen auf diesem Moment. Und ich habe gesehen, große Chance zu spielen, zu verbessern, zu leben mein Träumen. Mehr als auf diese Momente aus in Kielce. Deswegen habe ich gesagt, wenn du kannst das machen, mach das. Ja. Machen wir das. Und von diesem Moment
habe ich für Rhein-Neckar Löwen unterschrieben. Also wir sind sehr glücklich, dass es so, dass es so gekommen ist. Und ja, wir klopfen hier mal auf Holz, dass es da auch weitergehen kann über dieses Jahr 2025 hinaus. Kommen wir kurz noch zur Nationalmannschaft. Kroatien trifft in der Olympia-Quali Mitte März auf Deutschland. Bei Olympia willst du ja auch wieder fit sein. Das könnte ja theoretisch funktionieren. Wirst du dir das vor Ort in Hannover anschauen? Diese Qualifikation? Also ich weiß wie das funktioniert. Ein Mannschaft von einer Gruppe in zwei, glaube ich. Zwei. Also von den vier. Ich weiß, Zeit geht weiter. Genau. Aber eine Mannschaft hat so Organisation von, genau. von einem Turnier. Und das ist in Hannover. Halle ist sehr gut. Und groß finde ich auch. So 10.000 Leute geht da. Wir haben, also Gruppe ist nicht einfach. So, nee. Deutschland, Kroatien, Österreich war sehr gut jetzt im Championat. Die drei, jede Mannschaft schlagen, glaube ich. Und Kroatien hat sehr gute Chancen, hoffen wir. Letzte Olympia, wir waren nicht da auch. Und zweimal in Folge von Kroatien auf die Olympia nicht zu gehen, ist sehr muss man sagen, Katastrophe. Und deswegen hoffe ich, wir schaffen das einfach. Also Kroatien, also am Ende könnten ja Deutschland und Kroatien da beide sich für Olympia qualifizieren bei diesem Turnier. Wie schätzt du Österreich ein? Die sind ja, bei der EM weiß ich nicht genau, ob das ihre wahre Stärke war oder ob sie sich einfach als Team in so einen Rausch gespielt haben, einfach immer weiter auf so einer Welle geschwebt sind. Österreich hat auch große Qualität, muss man sagen. Die Spieler, das spielt in Österreich, sind auch Bundesligaspieler und führen seine Mannschaften in Bundesliga. Ja. Nikola Billig ist ein überragender Spieler. Lukas Hutecek ist auch Nummer 1 Spieler in Lemgo. Gibt es noch ein paar Beispiele. Wagner ist überragender Kreisläufer. Und Ruka um rechts, Božović und du hast wirklich so Weber ist außen. Auf anderer Seite, du hast Frimmel, das sind alle Top-Spieler. Und wenn du hast eine Mannschaft, das funktioniert als eins, und das hast du gute Trainer, weil Pajovic ist sehr guter Trainer, du bekommst einfach dieses Ergebnis. Ja. Für mich ist nicht etwas, das ist nicht möglich oder das du kannst nicht erwarten. Ja. Vielleicht für einen Fan, das guckt nicht Handball so mit Detailen wie Spieler, ist vielleicht ein bisschen, Österreich, was ist das? Aber ja, ich finde, Spanien, ja. Kroatien, also das war ja Wahnsinn. Und dann haben sie, glaube ich, sie haben nach dem Punkt gegen Deutschland, nach dem Unentschieden gegen Deutschland, haben sie, glaube ich, 3 Tage gefeiert. Also ich bin von der Arena, nach dem Spiel Deutschland-Österreich, bin ich von der Arena zu Fuß zu meinem Hotel gegangen und dann ist irgendwann der Mannschaftsbus von Österreich an mir vorbeigefahren und der wippte so. Die waren in dem Bus, haben die Party ihres Lebens gehabt, weil sie gegen Deutschland unentschieden gespielt haben. Das beste Ergebnis von Österreich in Europa oder EM. So aber ich hatte, das stimmt, aber ich hatte trotzdem erwartet, dass sie enttäuschter sind, weil sie ja mit 4 Toren geführt haben, bis 2 Minuten vor Schluss. Ich könnte das auch sagen, könnte sein, dass ich kann sagen, Österreich hat einen Sieg verdient auch. Also ja, absolut. Das absolut. Deswegen vielleicht, also du bist zufrieden, wenn du erwartest, dass du verlierst. Also normalerweise du würdest verlieren und dann du machst Unterschiede. Das ist wie ein Sieg für dich. Ja. Ja. Das war schon, also muss ich schon wirklich sagen, eine super sympathische Truppe. Also ich mag die Mannschaft der Österreicher wirklich unheimlich gerne. Die Kroatien auch. Also Dule Duvnjak ist auch selbst für uns deutsche Handballfans eine super große Legende. Also es ist schon, aber ihr habt schon auch einen großen Umbruch da gerade vor. Also ihr wechselt die Mannschaft jetzt schon auf jüngere Spieler. Ja, also Dule ist
einfach ein für uns in Deutsch in Kroatien jetzt ist schon er ist schon ein Führer für unsere Mannschaft, ja. Er ist einer von die ältesten Spieler schon, aber er bringt so große Qualität mit und einfach er hat durch alles schon in seine Karriere gegangen, er hat in Deutschland in der stärksten Liga der Welt gespielt, ja. So lange erst in Hamburg und dann in Kiel seit Jahren und er war immer die beste 3-5 wichtigste Welthandballer mal also ja so Welthandballer, dass man nicht mehr über muss man nicht mehr sagen und er hilft auch viel alle anderen älteren Spieler auch hilft die jungen Spieler, das ist immer so. Muss das so funktionieren, dass junge Spieler das kommt in die Nationalmannschaft. Aber Kroatien hätte mit Martinovic und Duvnjak durchaus noch mehr erreichen können, oder? Ja. Also Duvnjak hat ja gefehlt, ich glaube, 6 Tage. Ja, Duvnjak hatte Probleme mit Fieber und ja. Ich habe ihn gefragt, ob es ihm gut geht, da hat er gesagt, ich war 5 Tage tot. Ja. Also das ist eine Katastrophe, Fieber und wenn du bist krank für Sport. Wenn du wieder gesund bist, du bist nicht wieder gesund. Ja. Du musst durch noch eine Woche starten zu trainieren, nochmal zu deine selbst zu kommen. Und deswegen, wenn das passiert in Mitte EM oder WM, das ist volle Katastrophe. Ja. Wenn du wieder gesund bist, du bist nicht auf höchstem Niveau möglich. Und du kannst vielleicht ein Spiel schaffen und spielen, aber nach diesem Spiel, du bist nochmal wieder kaputt. Ja. Das ist die letzte Frage jetzt heute. Wer war denn dein großes Vorbild? Mein großes Vorbild? Blažen Kolačković. Mhm. Er ist jetzt also in Geschäftsstelle, so, auch Trainer in Hamburg. Er spielt meine Position, Rückraum links, und er ist Teil von dieser Gruppe. Das habe ich schon gesprochen über, also unsere Legende. Mit Balic, mit Metličić. Ich habe Rückraum links startet zu spielen, weil ich habe Lacković geguckt einfach und er ist mein Vorbild, seit ich so klein war. Ja. Ja. Und bei Ivano Balic, hast du dir auch was abgeguckt? Ja, natürlich. Natürlich, Ivano Balic ist sportlicher Vorbild in Kroatien. Also in Handball, du sprichst immer über Balic und Duvnjak, in Fußball, du sprichst über Modric. Wenn du bist ein Kroate oder Rakitic, und Balic ist unsere Nummer 1 in Handball. Das ist ohne Frage so. Aber für mich, meine Lieblingste ist Lacković. Ich liebe Ivan Rakitic. Ich bin Schalke-Fan, deshalb Ivan Rakitic ist geilster Typ der Welt. Halli, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast an deinem freien Tag. Jetzt hast du jetzt noch Physiotermin. Ich habe jetzt erst Training. Was kann ich machen? Also Beine. Okay. Und dann habe ich noch Behandlung und dann Feierabend. Dann wünschen wir dir noch einen schönen Feierabend. Danke, dass du da warst. Es ist Wahnsinn, wie gut du Deutsch sprichst. Es ist wirklich kompletter Wahnsinn. Also allergrößter Respekt davor. Entschuldigung für meine Fehler. Ich weiß, ich habe viele Fehler gemacht. Nee. Aber man kann mich verstehen und das für mich ist das Wichtigste. Das war so... Für mich auch toll zu Übungen, weil wenn ich spreche so mehr, ich verbessere meine Deutsch auch und ich komme gerne nochmal. Ja, jederzeit. Ja. Sehr cool. Also ja, beim nächsten Mal, wenn du kommst, dann vermelden wir, dass du langfristig Teil der Rhein-Neckar-Löwen bleibst. Ich hoffe. So. Ja. Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Danke, Halli, dass du da warst. Tickets für die nächsten Spiele könnt ihr euch selbstverständlich noch holen. Wir brauchen erneut wieder einen vollen SNP-Dome gegen Sapsche. Wir brauchen die SAP-Arena voll gegen Hamburg, denn wir müssen ganz viele Punkte sammeln in den nächsten Wochen. Und jetzt drücken wir aber erstmal die Daumen für das Auswärtsspiel in Balingen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Machtet Jod. Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR 1, präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.